Ja, heute ist der große Tag für Rundenstrategiespieler, denn das neue Civilization ist endlich da und ja, wir haben uns mal wieder hingesetzt, um uns nochmal die fertige Version anzuschauen. Wir hatten euch ja schon mal in einem Let's Play die Vorschauversion gezeigt, aber jetzt ist die fertige Version da und endlich möchte man mal endlich sagen. Endlich möchte man meinen. Und ja, wir schauen uns die jetzt mal an. Gleich zu Beginn haben wir festgestellt, es ist doch weniger drin, als wir uns erhofft hatten. Ja, leider muss man ja sagen. Vor allem, was mich gewundert hat, ist, es wurde ja von Anfang an gesagt, ja, diesmal haben wir einen Multiplayer-Koop-Modus, ja. Das klang alles sehr interessant. Tja, das Resultat ist, wenn man hier jetzt reingeht, richtig. Gut, das ist jetzt einfach der Multiplayer-Modus, wie man ihn kennt. Genau. Und es gibt jetzt, das ist ein bisschen versteckt bei den zusätzlichen Inhalten, die muss man sie erst aktivieren. Ich gehe nochmal kurz hier raus. Genau, hier zusätzliche Inhalte, da gibt es jetzt drei Szenarien für den Multiplayer. Richtig, ja, die kann man auch alleine spielen. Also klassische Singleplayer-Szenarien gibt es diesmal sogar gar nicht. Genau, aber man kann sich diese halt auch, das kann ich jetzt gleich mal zeigen, wenn man hier Spiel erstellen geht, dann erstellt man einfach ein privates Spiel, sodass keiner reinkommt. Und dann wählt man hier oben bei den Regeln eines dieser drei Szenarien aus. Und dann kann man hier dann halt auch KI-Gegner einstellen und kann das komplett ohne andere menschliche Mitspieler spielen. Aber ja, so Szenarien wie aus dem ersten Teil, aus dem letzten Teil gibt es jetzt nicht, so wie diese Mongolen-Szenario zum Beispiel. Richtig, und das ist auch schon im Endeffekt alles, was es neben dem freien Spiel gibt in Civilization 6 zum Launch. Einen normalen Multiplayer, wo man gegeneinander spielt, diese drei Szenarien und das Singleplayer-freie Spiel. Und das war's dann. Leider auch schon wieder. Genau. Da würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Spieleinstellungen für ein neues Spiel, dass wir uns ansehen können, was es im vollen Umfang gibt. Auch da ist es etwas enttäuschend. Hier haben sie ein wenig die Schere angesetzt. Das hier oben ist noch relativ normal. Man kann halt die verschiedenen Kartenoptionen einstellen, Meeresspiegelressourcen und so weiter. Aber hier unten ist halt fast nichts mehr. Richtig, also wenn man das vergleicht mit Civilization 5, vor allem mit Binded Ons natürlich, alles was man hier noch machen kann, sind die Barbaren auszustellen und die Stammesdörfer auszumachen. Genau. Weitere Optionen gibt es nicht, leider. Die Rundenzahl begrenzen darf man zwar immerhin. Aber auch nur rudimentär. Ach, Benutzer definiert, okay, man kann so. Okay. Genau. Die Siegtypen kann man natürlich an- und ausmachen. Die Siegtypen kann man ein- und ausschalten, man kann auch den Punktsieg abschalten. Aber was halt bei C5, da gab es noch so viele mehr Möglichkeiten, zum Beispiel keine Stadtvernichtung oder den Einzelstadtwendkampf, den ich sehr gerne gespielt habe. Mhm. Oder solche Sachen wie wütende Barbaren, die dann nochmal schwerer sind. Alles das gibt es hier nicht. Richtig. Und was ich auch ein bisschen enttäuschend finde, ist die Menge an Kartentypen, die man im Moment auswählen kann. Kartentypen gibt es hier genau sechs Stück. Kontinente, Fraktal, Binnenmeer, Inselplatten, Pangea und Mission, was eine Zufallskarte ist. Ja, also da ist man halt einfach inzwischen schon mehr gewohnt vom Vorgänger. Ja. Das ist natürlich etwas schade. Ist ja alles kein Beinbruch, würde ich sagen, aber innerhalb der nächsten 2-3 Tage werden da die ersten Mods erscheinen. Ja. Mit neuen Karten und Hals hast du nicht gesehen. Und was auch ein wenig enttäuschend war, diese große Vorstellung von Gorgo als zweite griechische Anführerin hat ja vermuten lassen, dass die das vielleicht bei mehreren Zivilisationen machen, aber nein, Griechenland ist die einzige Zivilisation mit zwei Anführern derzeit. Richtig, das stinkt ja schon fast nach DLC. Ja. Sprich, man kommt dann wirklich am Ende auf die 20 verschiedenen Anführer, die man spielen kann, aus 19 verschiedenen Nationen. Wenn man die Azteken hat als Vorbesteller, die kommen dann in 3 Monaten dann auch für alle anderen noch dazu. Aber ja, das war schon ein wenig enttäuschend, finde ich. Und somit haben wir im Endeffekt auch alles im Großen und Ganzen gezeigt. Der einzige Unterschied noch zur Vorschauversion ist der Schwierigkeitsgrad. In der Vorschauversion gab es, erstens konnte man keinen auswählen und zweitens wurde suggeriert, dass es 6 Stück gab. Genau, da war Prinz noch der dritte und jetzt ist es hier der vierte, weil es sind wieder diese 8, die man aus dem Vorgänger auch kennt. Genau. Jawohl. Genau. Das hier Regel-Dropdown-Menü gibt,
vermute ich mal, dass hier man später auch Szenarien auswählen kann. Richtig, weil das hat man ja bei den Multiplayer-Szenarien vorhin gesehen, dass man sie hier über den Regel-Button auswählen kann. Oder ich denke auch, dass man Regelsets von Mods, die man runtergeladen hat und aktiviert hat, dort auswählt. Alles andere ist das, was man kennt, außer Online ist noch neu. Der als Spielgeschwindigkeit, die nochmal doppelt so schnell sein soll wie schnell. Doppelt so schnell wie Standard. Doppelt so schnell wie Standard. Genau. Ansonsten, ja. Alles wie gehabt. Alles wie gehabt. Jetzt gehen wir mal kurz in ein vorhandenes Spiel. Und zeigen eben, was sich noch im Spiel so verändert hat. Im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine erste. Ja, um es jetzt mal vorwegzugreifen, während das Spiel lädt. Also, furchtbar viel hat sich zur Vorschauversion jetzt nicht geändert. Es wurden natürlich viele Kleinigkeiten verbessert, die noch aufgefallen sind. Das Spiel läuft einfach jetzt angenehmer. Kleinere Bugs wurden ausgemerzt. Und das User-Interface wurde auch noch mal ein bisschen verbessert. Mit kleinen Details, aber doch sehr nützlichen Dingen. Ja, die guten Leute zeigen Bestialization. Und auch die Turnzeiten sind nach wie vor. Ja, das ist so ein Standardproblem zusammen mit der KI. Richtig, oh ja. Ja, das sieht im Grunde ähnlich aus, wie wir es kennen. Neu ist hier oben dieser wirklich wichtige Button, wie ich finde, wo man jetzt sehr detailliert Übersicht über seine Städte bekommt, wo man hier aufgeschlüsselt bekommt, was die alles produzieren und so weiter, welche Ressourcen man wo zur Verfügung hat, sowohl strategisch als auch Luxusgüter und Bonusressourcen und ein allgemeiner Stadtstatus, der relativ hilfreich ist, ja, wo man hier auf einen Blick erkennt, wo Wohnraum knapp ist, wo die Annehmlichkeiten nicht hinhauen. Das ist hier soweit alles ganz gut. Und auch die Kriegsmüdigkeit, die später eine wichtige Rolle spielt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Hier sieht man auch sofort, wenn die Wachstumsrate gesenkt ist, dann muss man sich nicht jede Stadt einzeln angucken. Das hat in der Vorschauversion wirklich noch gefehlt. Einheitenliste gibt es in dem Sinne nicht ganz so wirklich. Es gibt hier diese relativ unübersichtlich, wie ich finde, vor allen Dingen, wenn man dann wirklich viele Einheiten hat, hat man hier dann viel zu scrollen und das ist ein bisschen unglücklich gelöst, finde ich. Da hätte man ruhig auch ein etwas größeres Element für verwenden können. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Bugs festgestellt oder zumindest einen kleinen Anzeigebug hier oben in der Leiste. Hier wurden früher, also in der Vorschauversion, wurden hier noch die Luxusressourcen und die strategischen Ressourcen zusammen angezeigt. Jetzt werden hier nur noch strategische Ressourcen angezeigt, aber da gab es hier, zumindest in der Partie, die ich vorher gespielt habe, so einen Überlappungsbug irgendwie. Ich weiß nicht, ob das noch gefixt wird oder ob das nur ein einmaliges Auftreten war. Ich habe es bisher nicht rekonstruieren können. So, die kleinen Komfort-Dinge, die ich so im Vortest schon angemängelt habe, die meisten davon sind noch nicht irgendwie behoben. Also man kann Handelswege immer noch nicht automatisieren zum Beispiel. Und natürlich kann man jetzt auch schon zumindest andeuten, wie es mit der KI aussieht. Ich meine, das war ja in der Vorschauversion auch recht klar und das jetzt nach ein paar Stunden mit der fertigen Version kann man auch sagen, dass die KI ist fast identisch mit C5 in der Hinsicht, dass die Schwierigkeitsgrade so funktionieren, dass die KI einfach deutlich bevorteilt wird. Ja. Sie erhalten viel mehr Einheiten zum Start, sie erhalten Boni auf Forschungsgeschwindigkeit und Kulturgeschwindigkeiten und solche Späße und auch wie die KI agiert im Krieg zum Beispiel, wie sie ihre Einheiten zieht oder wie sie auch hin und wieder etwas willkürlich Kriegserklärungen ausschüttet und ähnliche Späße, scheint bisher genauso wie im Vorgänger zu sein. Also sie ziehen halt auch immer noch wild ihre Einheiten durch die Gegend ohne Sinn und Verstand. Im Großen und Ganzen, es ist ja immer einer der größten Kritikpunkte der Civilization-Spiele gewesen, der scheint nach wie vor immer noch drin zu sein. Aber nichtsdestotrotz macht es wieder unheimlich viel Spaß, sich hier so seine Reiche aufzubauen und zu überlegen, wo man denn hin will, zu welchem Sieg und
wie man seine Städte plant. Richtig, welche Entscheidungen man trifft, ist, was, wie schon mal gesagt, deutlich dynamischer ist, ja, als früher, auch einfach durch die neuen Features, die jetzt im Spiel sind. Also auch wenn wir jetzt am Anfang hier und da mal ein paar kleinere Mängel genannt haben, man muss klar, ganz klar sagen, das sind kleine Mängel. Ja. Ist nur das mit der KI ist ein etwas größeres Manko, aber selbst das sorgt nicht dafür, dass man keinen Spaß hat oder ähnliches. Nein, ganz im Gegenteil. Und auch der etwas beschnittene Funktionsumfang, was die Spielmodi und so angeht, ist eher nebensächlich, würde ich sagen, weil die der Feature-Umfang innerhalb des Spiels ist enorm im Vergleich zur Basisausstattung von Civ 5 vor allen Dingen. Richtig. Es wäre natürlich schöner gewesen, mehr zu haben, aber mehr ist immer schöner, wie man natürlich weiß. Und da wird ja auch definitiv noch was folgen. Seien es jetzt DLCs, sei es jetzt, dass wir aufs Add-on warten müssen, was garantiert kommen wird. Oder natürlich auch sei es einfach durch Mods, die von den Spielern sehr, sehr schnell nachgeliefert werden, wie man sie kennt. Da kann ich mal kurz gucken. Was war hier? Genau. Gibt es noch keine Verlinkung zum Workshop hier? Schade. Sonst hätte man gucken können, ob es vielleicht schon ein paar Schnelle gibt, die schon irgendwas eingestellt haben. Aber das wird in den nächsten Tagen sicherlich losgehen. So. Ja, würdest du sagen, dass man schon ein erstes Fazit abgeben könnte, oder ist es etwas zu früh? Ich meine, das Spiel ist erst gestern Nacht released. Ja, also so wahnsinnig viel wird sich an meiner Einschätzung, denke ich mal, nicht mehr ändern. Das war die erste Enttäuschung gestern Abend, war schon ein bisschen da. Ich glaube nicht, dass die groß was am Gesamteindruck des Spiels verändern wird. Also. Ja, wir werden auf jeden Fall bei der Sache bleiben und erstmal diverse Partien spielen, um einfach den Flow auszuprobieren und die KI vor allem auszuprobieren. Wer auf Rundenstrategie in diesem globalen Maßstab steht, ich glaube, der macht nicht wirklich viel verkehrt, wenn er sich das Spiel zulegt. Richtig, der braucht jetzt nicht unbedingt auf ein finales Urteil warten. Ja. Und Civilization-Fans sowieso nicht, weil das kann man auf jeden Fall schon sagen, dass der sechste Teil den fünften in der Basisversion auf jeden Fall und eigentlich auch mit den Add-ons durchaus. Ja, vor allen Dingen, weil sie halt die Features der Add-ons nicht nur übernommen, sondern auch ausgebaut haben und die sinnvoll verbessert haben. Von daher ist das ganze Spielablauf an sich ist schon großartig. Ja. Richtig. Gut. Dann würde ich sagen, wir spielen noch ein bisschen, um uns ein finales Urteil irgendwann mal bilden zu können. Und ja, ansonsten viel Spaß. Reicht. Gut.